Blaues Wunder fragt Pete Smeet, welches ehemalige YouTube-Feature vermisst ihr bzw. würdet ihr wieder einführen wollen? Das ehemalige YouTube-Feature vermisst ihr bzw. würdet ihr wieder einführen wollen? Ehrlich gesagt fällt mir jetzt kein spontan ein, was ich wieder halt haben möchte, was es mal früher gab. Nee, hab mich da irgendwie mittlerweile so dran gewöhnt. Ich fand's ganz cool, als man das Design des eigenen Channels noch ein bisschen, also wo man noch mehr personalisieren konnte, von der Optik her. Das fand ich schöner, das würde ich wieder gerne sehen. Ja, was soll ich sagen, bin jetzt bestimmt vor der Außenseite und so, aber ich sag mal keins. Ich finde tatsächlich die aktuellen YouTube-Features, die es so gibt, cool, also auch aus Zuschauerperspektive. Und deswegen wüsste ich jetzt nicht zwangsläufig, welches Feature ich davon unfassbar vermisse, was wieder eingeführt werden sollte. Also ich fand früher das Kanaldesign viel, viel besser, wo man noch komplett seinen Hintergrund selber gestalten konnte und wir das total schön hatten. Das hat Peter mal, meine ich, erstellt gehabt und das sah sau cool aus mit den ganzen Spielfiguren so drumherum. Das war echt schön und heutzutage gibt es nur noch oben so ein kleines Banner. Das vermisse ich wirklich. Die alten Kanaldesigns. Also ich mochte unseres, ich mag unseres, was wir ganz früher hatten und Peter da zusammengezimmert hat. Weil zusammengezimmert dem schon fast Unrecht tut, aber ich fand das sehr schön. Und diese Vereinheitlichung und Standardisierung fand ich irgendwie nicht so cool. Also die Designs wieder einzuführen, dass man das etwas individueller gestalten kann, fände ich irgendwie einen coolen Zug.